Mal ehrlich, diese Beziehung, die dir so großartig erscheint, ich werde euch ein wenig darüber erzählen. Eine kleine Einführung für die Jugendlichen unter euch, die vielleicht gerade eine SMS verschickt haben oder eine SMS zurückgesendet bekommen haben oder etwas auf Facebook gepostet wurde. Ihr wisst schon, so ein kleiner Wink. Etwas Kleines ist passiert und obwohl man in getrennten Klassen sitzt, aber in den großen Pausen sieht man sich und einige Kleinigkeiten sind schon passiert. All das ist das Ergebnis von geringem Selbstbewusstsein. Du denkst, dass du hässlich bist. Und wenn dir ein Typ sagt, du wärst süß, sagst du, was? Du findest mich schön? Du hast wenig Selbstbewusstsein. Du denkst, niemand wird dich mögen. Du denkst, niemand wird dich heiraten wollen. Und all dieses Zeug. Auf der anderen Seite steht der Typ. Wie du weißt, ist es ja nicht so, als ob sie nach einer guten Beziehung suchen. Die meisten Typen haben Dinge im Kopf. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ich denke, wir haben ein Ijma, ein Konsens in dieser Frage. Wir sind uns einig, was da im Kopf geschieht. Aber nur weil deine Hormone verrückt spielen und du von Mädchen träumst und ähnliches, bedeutet es nicht, dass du verliebt bist. Es bedeutet nur, dass du deine Versuchung bisher nicht gebändigt hast. Du ruinierst das Leben eines Menschen. Du ruinierst ganze Familien. Verstehst du überhaupt, was du da tust? Was wäre, wenn sie 30 Kilo mehr hätte? Wärst du immer noch verliebt? Sei ehrlich, wärst du immer noch verliebt? Aber sie ist doch dieselbe Person, dieselbe Seele in ihrem Körper. Wenn sie einen Unfall hätte und ihre Hände verstümmelt wären, wenn sie ein Ohr weniger hätte, wärst du dann immer noch verliebt? Oder würdest du jemand anderen finden, den du liebst? So ganz plötzlich. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann machen wir uns nichts vor, Bruder. Du bist nicht verliebt, es sind nur deine Hormone. Das ist alles, was gerade mit dir passiert. Das ist es, was wir mit Beziehungen gemacht haben, die etwas Schönes sein sollten. Die Ehe sollte etwas Schönes sein. Eine schöne Beziehung. Aber weil du diese ganzen Models im Fernsehen ansiehst und diesen ganzen Blödsinn, Frauen, die sich Männern einfach um den Hals werfen, hast du diese irrsinnige Vorstellung im Kopf. Darüber, was es bedeutet zu lieben. Eine irrsinnige Vorstellung. Unser Deal ist gekommen, um die Welt von diesem Schwachsinn zu befreien. Um sie zu befreien, weil wir ein viel reiferes Verständnis darüber haben, was es bedeutet zu lieben. Ich sage nicht, du sollst nicht jemanden heiraten, der dir gefällt. Du sollst. Du sollst dich zu deinem künftigen Ehepartner hingezogen fühlen. Das ist dir etwas Schönes. Aber zuerst sollst du etwas Anstand an den Tag legen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, mit einem Mädchen so zu reden, dann sollte es auch für dich in Ordnung sein, wenn jemand so mit deiner Schwester redet. Findest du es in Ordnung? Nein, nicht, wenn noch ein Funke Anstand in dir ist. Wenn es so ist, dann weißt du, wie du die Sache beenden sollst. Wenn du in solch einer Beziehung warst oder in solch einer Beziehung steckst, wer weiß, nur du und Allah subhanahu wa ta'ala. Doch wenn du dir jetzt denkst, ich möchte nicht länger dein Freund sein, sag es nicht, schreib es nicht einmal. Denn dann würdest du ja nur nach einer Antwort Ausschau halten. Du würdest dich damit selbst reinlegen. Dann siehst du nach, ob sie schon zurückgeschrieben hat. Ja, wir sollten keine Freunde mehr sein. Und du würdest dann antworten, du hast recht, wir sollten wirklich keine Freunde mehr sein. Und sie würde zurückschreiben, genau, nie und nimmer. Und du schreibst darauf. Merkst du denn nicht, du tust es immer noch. Stopp! Beende es einfach. Beende es. Es ist nicht gut für dich. Jungs, es ist in Ordnung, wenn dir ein Mädchen gefällt. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Zuneigung eingepflanzt. Du hast nichts Böses getan, wenn du ein Mädchen schön findest. Es ist nicht haram, solche Gefühle zu haben, so zu empfinden. Du musst es lediglich zügeln. Du musst dich selbst im Zaum halten. Unser Dien lehrt uns, sich selbst zu beherrschen. Wenn du in einem Aspekt deines Lebens keine Selbstbeherrschung hast, wirst du die Selbstbeherrschung auch in anderen Aspekten deines Lebens verlieren. Dasselbe gilt für euch, liebe Schwestern. Zügelt euch, zügelt euer Gekicher und zügelt euer überfreundliches Benehmen in manchen Situationen. Seid nicht blind. Sagt nicht, wir sind bloß Freunde. Er ist wie ein Bruder für mich. Wenn er nicht dein Bruder ist, dann ist er nicht dein Bruder. Ganz einfach, wenn er nicht dein Bruder ist, dann hat sich diese Sache aus. وأنت لعمري كدفء الشتاء وفصل الربيع وروض عطر سيزدان قلبي بميم ويا ويحلو ليل السهر.